Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Jo, und ich glaube, ich habe es tatsächlich vergessen seit gestern. Ich glaube, ich habe inzwischen geschlafen und habe mir gedacht, wir lassen das so. Wir haben 6 Uhr ab, es ist noch dunkel, aber wir fahren natürlich wieder in den Tag hinein, werden dann so ein bisschen was von der Helligkeit auch haben. Ja, und setzen unseren Weg jetzt einfach mal fort, ne? 2980 Kilometer sind das insgesamt noch. Zur Info, ich fahre immer noch einhändig. Wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, denke ich mal. So. Ja, sieht man schon, ganz so dunkel ist es da nicht mehr. Schöne Stimmung eigentlich. Perfekt. Wenn wir das immer so hinkriegen. Ich meine, in dem Augenblick, wenn wir keine Fracht fahren müssen, auf die wir achten müssen, ich muss auch die Luft mal anziehen, Mensch, ist man so weit weg. In dem Moment, wenn wir keine Fracht haben, wo wir drauf achten müssen, passt das schon alle, ne? Sollte nicht ins Lenkrad greifen. Also ist die zweite Hand auch noch flöten? Dann habe ich ein Mega-Problem. Dann kann ich A, keine Videos mehr machen, dann kann ich B, nicht mehr arbeiten, das heißt, ich habe unheimlich viele Fehlzeiten und dann kann ich davon ausgehen, dass mein Arbeitsvertrag ganz sicher nicht verlängert wird. Gut, danach könnte ich mehr Videos für YouTube machen, aber man verdient ja damit noch nichts. Von daher ganz schlechte Idee. Sie sind aufgestiegen auf Level 147. Außergewöhnlicher Champion. Mein Gott, wie lange hat das jetzt gedauert? Außergewöhnlicher Champion, ja, das lasst euch mal auf der Zunge zergehen, Leute. Trotzdem fährt er manchmal noch wie so ein Chaot, ne? Kommen wir hier durch. Jawohl. Ja, 979 Millionen. Mein Gott, nicht mal mehr 30. Knapp, ich sag mal so knapp 20 Millionen noch, dann haben wir. Dann haben wir die 3 Milliarden Euro voll. Das im realen Leben, ha? Da könnte man schon was mitmachen. Schönes großes Land kaufen, schönes Häuschen draufbauen. Eigenen Supermarkt. Ah, die Verkäuferin da hätten aber einen lauen Lenz. Wenn du Milliarden hast und kannst das mal so bezahlen jeden Monat, boah, dann freut sich natürlich auch der Betreiber des Supermarktes. Nichts zu tun und Geld hat er trotzdem nicht. Aber es wäre verrückt, oder? Eigenen Supermarkt. So, wo müssen wir hin? Bisschen den Eindruck, wir fahren auf unseren zweiten Wegpunkt zu. Sieht nämlich so aus, als wenn wir auf der Gegenfahrbahn gleich wieder zurückkommen. Hier waren wir noch nicht. Hier können wir uns das Ganze jetzt auch bei Tageslicht angucken. Wunderbar. Halt mal eben um. Das heißt, ich musste mal im Lenkrad auf die andere Seite greifen. Ja, fahren. Auch hier rein. Wir fahren dem hinterher. Hier sieht man geradeaus, wird es garantiert irgendwann mal weitergehen. Okay. Wir haben 40 von 49 Städte entdeckt.
Mega. Ich kann mich leider nicht umdrehen. Ist geil, oder? Es ist schon fantastisch, was hier mittlerweile hingebaut wird, du ganz ehrlich. Oh, guck mal, da eine Fähre. Und nochmal, falls die Frage aufkommt, es ist die Originalkarte, hier ist keine Pro-Mods drin. Es ist schon klasse, auf jeden Fall. Schön. Das gefällt mir echt. Also da hat man wieder ein DLC, was jeden Cent wert ist. Und das finde ich auch mega, auch vom Preis her, dass es eben nicht so empfindlich teuer ist. Und ich glaube, das wäre auch eine Geschichte, was dem Landwirtschaftssimulator gut tun würde. Wenn die den auf eine stabile, vernünftig funktionierende Plattform stellen. Mein Gott, ist das schwierig heute früh. Und dann sagen, okay, wir machen das wie SCS, wir fahren einfach nur noch Updates, wir modernisieren das, wir ändern grafisch irgendwas, wir bauen hier was ein, wir bauen da was ein. Einmal im Monat gibt's ein kleines Update, eine neue Version oder wie auch immer. Würde jeder mitmachen, überhaupt kein Problem. Aber stattdessen ist es ja tatsächlich so, dass du dir im Grunde genommen alle 2 Jahre ein neues Spiel kaufst, ne? Das ist ja auch letztendlich eine Sache, ob man sagt, okay, das will ich so. Und hier kannst du sagen, okay, anstatt des neuen Spiels, das Grundspiel kostet 30 Euro, basta, dann bleibt so. Und dann gibt es meinetwegen, ich sag jetzt mal, für 15 oder 20 Euro ein neues DLC, ein vernünftiges, jedes Jahr oder alle 2 Jahre, das kaufen die Leute dann auch. Damit kannst du das aber dann immer weiter ausbauen. Also finde ich, Aktion oder diese Art und Weise, wie SCS das macht, wesentlich besser. Und beim DLC, klar, wenn du das aktuell haben willst, aber dann hast du kein Problem damit, dir auch die DLCs zu kaufen, weil du sagst, okay, im Grundspiel passiert nichts, da wird es keine neue Version geben, die wird aktualisiert, aber ansonsten, ne? Alter Schwede. Von daher kann ich mir die DLCs kaufen. Und ist es nicht so, dass ich die in 2 Jahren in eine Tonne schmeiße. Ich meine, guckt euch das Spiel mal an. Wir sind jetzt hier im ETS 2, aber trotzdem, guckt euch das mal an. Ihr habt das Grundspiel. Ihr kauft DLC hier 20 Euro, da 20 Euro, hier ein 10er, da 7. Ihr habt vielleicht dann in 2 Jahren, ich sag jetzt mal, vielleicht noch 150 Euro an DLCs ausgegeben. Und dann kommen sie an und sagen, ja, wir machen jetzt einen neuen Landwirtschaftssimulator. Und dann hast du im Prinzip das Geld komplett in den Sand gesetzt. Und das ist eben das, was du hier nicht hast. Hier kommt nichts, in dem Sinne nichts Neues. Es wird aktualisiert, es wird grafisch angepasst, man sieht, dass es schön ist, man sieht, dass es funktioniert. Aber du behältst deine DLCs. Das, was du 2012 als Grundspiel gekauft hast, das hast du heute hier noch drin. Gut, wird jetzt mittlerweile modernisiert, aber du bezahlst nichts dafür, versteht ihr? Nicht 2022, 2012, das sind 10 Jahre mittlerweile schon. Derzeit habe ich beim LS 5-mal ein neues Spiel gekauft. Und die ganzen DLCs sind für den Arsch, die kannst du ja in der neuen Version nicht mehr verwenden. Das funktioniert ja nicht. Nicht genauso diese ganzen Mods hier im ETS 2 müssen sie angepasst werden. Ja, das ist eine Geschichte. Aber das Grundgerüst bleibt. Im LS kannst du sie dann einfach nicht mehr verwenden. Du brauchst komplett neue. So. Ziehen wir an dem vorbei hier. Jetzt mal eben auf den Aufnahmetimer gucken. 9 Minuten. Ach Gott, schön. Ich dachte schon, wir hätten überzogen oder so.
Achso, wir müssen hier schon wieder raus. Na, dann lohnt das Überholen nicht. Ja, nächstes Etappenziel. Ich habe es die Route auch mittlerweile so, dass wir wirklich alle Städte abfahren. Dass wir hier dieses DLC komplett quasi bis auf einige wenige Strecken abgefahren haben. Dass wir das auch sehen entsprechend. Schön. Der war ein bisschen langsam, da werden wir fast hinten drauf gebrettert, ne? Aber wir müssen da raus. Wo fährst du lang? Blinkst du auch rechts? Ich meine, ich blink ja auch nicht, aber hätte ja sein können, dass du blinkst und dann rechts fährst. Nein, okay. Ja, für uns geht's jetzt Richtung nächstes Etappenziel. Der Punkt, warum sollen wir da oben über den Hügel fahren? Wir bleiben ja auf dieser Autobahn. Was soll der Unfug? Das heißt, wir fahren einfach hier weiter. Punkt. So, und hier würden wir wieder drauf kommen. Seht ihr das? Absoluter Schwachsinn, das Navi da vorgeschlagen hat. Hier scheinen Radarfallen zu sein. Uns aber tatsächlich nicht interessieren, weil wir hier 90 fahren dürfen. Ist ja in Deutschland auch so eine Sache. 80, wie war das? 80 auf Autobahn, 60 auf Landstraßen. Ich mag völlig falsch liegen, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass eine LKW grundsätzlich maximal 80 fahren darf auf Landstraßen bzw. auf Autobahnen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe meinen Führerschein irgendwann 2002 oder sowas gemacht. Lange, lange her. Das meine ich hier, da kann man so wunderbar, wunderprächtig durchballern. Wollte ich mir schon seit ewigen Folgen mal gezeigt haben. Nice gebaut hier, ey, ganz ehrlich. Ich bin jetzt am Überlegen, entweder bleiben wir gleich hier stehen oder wir gucken, ob wir einen Parkplatz finden. Dann wäre der nächste Parkplatz unser. Da hinten ist ein Schild, da ist eine Tanke, da ist ein Parkplatz. Also hat sich die Frage demnach schon geklärt. Wir werden da jetzt drauf fahren und die Folge entsprechend beenden. Vergesst nicht das Däumchen, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So.
Tanken müssen wir nicht. Schlafen müssen wir nicht. Wir bleiben trotzdem einfach mal hier stehen. Guck mal, hier moderne Architektur. Es ist so mega, was die hier mittlerweile zaubern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüssi.